Das ist der Like-Button für das SEK. Oh, ey. Oh, ey, das ist Kopfkino so unheimlich. Das ist eine Black-Hörer-Folge. Die Null auf offener Bühne vor Tausenden zu. In seiner Rede versteigt sich Eder auch zu der Behauptung, Ungeimpfte und Kritiker der Corona-Maßnahmen würden das gleiche Schicksal wie die Opfer der Nazis erleiden. Das Beste, was ich nie verstehe. Legit. Aus der düsteren Zeit ist vor allem auf dem Netz da draußen. Und seit der Jahre ist es eine Vaterzementierung, eine Selbstinszenierung, eine Verhöhung des Holocaust. Der große Symmetrone ist ja bitte gucken, wie Bürger auf diese Idee kommen. Wegen Idioten wie dir. Thank you.
waren wir quasi die einzelnen Strähnen. Ich glaube, oder muss ich das jetzt schwarz nehmen? Die einzelnen Strähnen. Da muss man halt mal ein bisschen gucken. Nee, das ist Max, man sieht es halt nur nicht, weil ich die Haare nicht gemacht habe. Thank you.
Ideen bzw. verzweifelte Ideen. Ich muss sagen, ich habe das Thema Lotto, das ist eigentlich gar keine Ahnung. Ich habe das zwei, drei Mal mein Leben auf schwarz Lotto gespielt. Manja, kannst du vielleicht noch ein bisschen kleiner schreiben? Gar nicht weg, ne? Ihr könnt euch Strafe machen, wenn ihr an diesem Glücksspiel teilnehmt, wegen vorsätzlicher Beteiligung an. Ja, ich kann sagen, dass ihr das so veranlasst. Ich bin einfach so unerfahren, ist dort reingeschmissen worden, hat einen Freund, der für alles Werbung macht, der ihr scheinbar auch nicht irgendwie hilft, mal in dieser Welt der Influencer, ich hab's nicht ausgesucht. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Ich habe so ein